Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es mal um etwas ganz Spezielles. Ich habe hier vorliegen einen 3D-Scanner, womit ihr Objekte in euren Computer reinladen könnt bzw. scannen könnt. Im Handy geht das natürlich dann auch. Und ihr könnt dann diese Objekte natürlich mit eurem 3D-Drucker nachdrucken. Das ist was ganz was Tolles. Ich denke, viele von euch werden daran noch niemals gedacht haben, irgendetwas per 3D-Scan einzuscannen. Deshalb fangen wir gleich nach dem Intro damit an. Ja, wie schon im Vorspann gesagt, ist unwahrscheinlich, was an Technik heutzutage schon so möglich ist. Ihr habt ja schon die Videos zum 3D-Drucker gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, ich habe es unten nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, hat ja schon einige 3D-Drucker hier. Es kommen demnächst auch noch sehr, sehr viele Videos zum Thema 3D-Druck. Und zwischenzeitlich wollte ich mich jetzt mal mit dem Thema beschaffen. Und zwischenzeitlich wollte ich mich mal mit dem Thema auseinandersetzen. Wie ist das eigentlich möglich? Wie kommen denn eigentlich 3D-Modelle, außer wenn ich die irgendwie über ein 3D-Programm entwickle, in den Rechner rein, beziehungsweise wie kann ich die dann ausdrucken? Und da bin ich auf die Firma RevoPoint gestoßen, die solche 3D-Scanner herstellen, nennen sich bei denen Pop-Scanner. Es gibt mittlerweile dieses Modell mit 0,3 mm Genauigkeit bei 8 Bildern pro Sekunde. Das heißt, es werden nacheinander mehrere Bilder aufgenommen, die werden dann in der Software übereinander gelegt und daraus errechnet sich dann der Rechner bzw. die App dann ein dreidimensionales Modell. Und das ist natürlich auch von der Größe her originalgetreu. Es gibt zu diesem Set einen Drehteller mit dazu. Ihr seht schon, da sind so kleine Pünktchen mit drauf, woran sich die Kamera orientieren kann. Es gibt das auch ohne. Vom Preis her kann man sagen, ungefähr 600 bis 700 € müsst ihr euch darauf einstellen, dass ihr dafür auf den Tisch legen müsst. Es gibt auch andere Sets, die dann ein bisschen weniger Inhalt haben. Die sind dann mitunter etwas günstiger. Ich verlinke euch einige Sets unten in der Videobeschreibung und Einkaufsquellen dazu. Da müsst ihr euch den tagesaktuellen Preis bei Bedarf dann selbst abrufen. Ihr könnt damit auch Farbe scannen. Das heißt, ihr könnt nicht nur hier solche weißen Köpfe, der ist übrigens mit im Lieferumfang mit dabei, sondern ihr könnt auch irgendwie einen Schraubendreher oder irgendwas nehmen und der wird dann in Farbe hinterlegt. Das werden wir natürlich gleich alles mal ausprobieren. Was auch toll ist, dass wir ein Kabel mit dabei haben, was ihr direkt an den Laptop anschließen könnt. Per USB funktioniert das und es kommt noch ein USB-C-Adapter mit dazu, beziehungsweise ein zweites Kabel mit dazu, womit es auch möglich ist, diese App dann auf dem Handy zu verwenden. Und ihr könnt dann zum Beispiel im Urlaub, wenn ihr da irgendwas scannen wollt, was weiß ich, irgendwie eine Startuhr seht oder irgendetwas und sagt, Mensch, ich will ich gerne in 3D haben, ich möchte die zu Hause weiter bearbeiten oder mir mal ausdrucken in klein oder in groß oder in der Originalgröße theoretisch sogar, dann könnt ihr das per Handy auch nutzen. Und was auch mit dabei ist, ist einmal dieses Stativ. Das könnt ihr in der Höhe auch verstellen. Das ist so ein kleines Dreibein-Stativ. So, ihr seht schon, ich habe das hier einmal aufgebaut und schon mal die Software angeschmissen. Die Software ist kostenlos mit dabei, die könnt ihr euch runterladen, ist im Büchlein alles vermerkt. Es ist eine Bedienungsanleitung mit dabei. Die sind allerdings nur auf Englisch gehalten, aber wirklich auch gut beschildert, sage ich mal. Und eigentlich ist das alles selbsterklärend. Ihr müsst nur die Software installieren, das alles zusammenstöpseln und schon funktioniert das eigentlich. Ich zeige euch das auch gleich alles nochmal, wie das alles funktioniert. Dann sind hier noch solche kleinen Markerpunkte mit dabei. Die könnt ihr zum Beispiel auf Oberflächen ansetzen. Setzen, wenn die zu glatt sind, damit die von der Software besser erkannt werden. Ihr seht das ja auch auf diesem Drehteller, ist das hier ähnlich. Wie gesagt, der Kopf ist gleich mit dabei, den könnt ihr dann probehalber einmal einscannen, bevor ihr dann eigene Modelle reingeht. So, grundsätzlich können wir uns die Kamera erst einmal anschauen, wie die aufgebaut ist. Wir haben nämlich hier zwei Infrarotkameras, einmal links und einmal rechts. Dann haben wir einen Projektor in der Mitte und eine RGB-Kamera. Und die Kameras nehmen dann das Modell in verschiedenen Situationen auf. Ihr seht schon, das dreht sich ja dann vor euch. Ihr könnt das allerdings auch per Hand abscannen. Das heißt, ihr könnt dann hier herunterfahren, wenn ihr zum Beispiel ein Gesicht abscannen möchtet oder sowas. Das ist also auch sehr, sehr interessant. Es gibt verschiedene Modi, in denen ihr scannen könnt. Wenn ihr sagt, ich möchte unbedingt ein Gesicht zum Beispiel scannen, dann könnt ihr das auch scannen. Ihr könnt euch dann theoretisch eigene Actionfiguren mit eurem eigenen Gesicht basteln, denn ihr könnt dann eine Figur natürlich irgendwie einscannen und dann in einem 3D-Programm dann euer Gesicht über das Gesicht der Figur legen und dann theoretisch auch so ausdrucken. Oder ihr könnt euch sogar ganz einscannen, wenn ihr ein bisschen Zeit mitbringt, dann funktioniert das auch. Und eine zweite Person, die kann dann von oben bis nach unten euch einscannen und dann könnt ihr das natürlich zusammen skalieren und auch nacharbeiten in 3D-Software. Eine Software ist auch mit dabei, stelle ich euch auch gleich nochmal vor.
Ja, diese Folie, die ihr hier im Hintergrund seht, ist auch mit dabei. Ich empfehle euch allerdings, kauft euch noch ein Lichtzelt dazu. Das sind solche kleinen Würfel, die ringsherum dann gut ausgeleuchtet sind. Ich verlinke euch sowas unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann einige Modelle natürlich dann besser mit ausleuchten. Ansonsten funktioniert das schon recht gut. Ihr seht hier oben das normale Kamerabild, das heißt RGB-Bild. Und hier unten seht ihr ein Infrarotbild. Und wenn das alles gut eingestellt ist, ihr seht, ihr könnt das alles manuell justieren, aber auch im Automatikmodus laufen lassen. In der Regel liegt der Automatikmodus da recht gut. Und der kombiniert dann die beiden Bilder und scannt dann hier das Ganze einmal ein, wie ihr seht. Und das funktioniert auch recht gut. Und je nachdem, wie viele Bilder ihr laufen lasst, in der Regel sind so 500 Bilder sicherlich ratsam. Und er nimmt ja 8 Bilder pro Sekunde auf. Das heißt, ihr könnt euch dann vorstellen, wie lange das dauert. Das dauert wirklich nicht lange. Also im Schnitt 1-2 Minuten solltet ihr einplanen und dann habt ihr hier ein absolut gutes 3D-Modell. So, ihr seht in der Software übrigens auch, ob ihr zu nah seid, ob die Ausleuchtung exzellent ist oder gut oder ob ihr zu weit weg seid. Dann könnt ihr die Kamera so ein bisschen justieren danach. Bei mir zeigt er jetzt an, das ist alles exzellent. Dann gehe ich hier auf den ersten Menüpunkt einmal drauf und da können wir dem Modell dann einen Namen geben. Standardmäßig wird dann natürlich das Datum von heute und eine Projektnummer vergeben. Nennen wir das Ganze einmal Kopftest zum Beispiel. Und dann könnt ihr sehen, ihr könnt hier verschiedene Modi setzen. Ihr könnt einen Körper scannen, ihr könnt Marker setzen. Das heißt, wenn ihr hier mit diesen kleinen Aufklebern arbeitet, dann könnt ihr damit dann das Ganze antippen. Dann können wir Haar aufnehmen. Mit Haaren hat er natürlich ein bisschen Probleme, da die sehr dunkel und sehr filigran sind. Da gibt es einen extra Modus für und es gibt einen Modus für Gesicht. Ich verwende hauptsächlich den Modus Details, weil dann funktioniert alles irgendwie gleich und ich bekomme damit sehr, sehr gute Ergebnisse. Ich kann jetzt wählen, er soll Farbe mitscannen oder er soll keine Farbe mitscannen, je nachdem, wie ihr das dann haben wollt. Wenn ihr nur ein 3D-Modell haben möchtet und das dann irgendwie weiterverarbeiten wollt als 3D-Datei irgendwo auf dem Rechner und da einen Film von machen wollt oder, dann ist das sicherlich sinnvoll, das mit Farbe zu machen. Wenn ihr nur einen 3D-Druck macht und ihr nur einen 3D-Drucker habt, der nur eine Farbe kann, dann macht das natürlich auch wenig Sinn, hier das Ganze mit Farbe zu scannen. Wir nehmen jetzt mal hier keine Farbe, ist ja eh nur weiß. Dann bestätigen wir das Ganze und schon orientiert er sich hier neu. Und ihr seht schon, hier können wir das Ganze dann starten. Wir drücken jetzt einmal den Play-Button und dann fängt er nach 3 Sekunden an, Bilder aufzunehmen. Das ist jetzt wirklich der Echtzeit-Scan. Das heißt, alles, was grün ist, scannt er in diesem Moment. Wir können jetzt sogar schon hier rein und rauszoomen. Wir können das Modell sogar drehen und können dabei zugucken, wie er das Ganze hier aufbaut. Er fährt dann jetzt auch einmal herum, wie ihr seht. Und das Modell nimmt immer mehr Gestalt an. Und wenn man da so zuguckt, das ist wirklich faszinierend, auch wie detailgetreu er das dann hier zusammensetzt und alles. Also das ist wirklich unwahrscheinliche Technik, was heutzutage für in Anführungszeichen ein paar Euro schon so möglich ist. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, das Kinn, das müsste man natürlich dann von unten beleuchten. Das sieht er jetzt so nicht, ist bei diesem Modell nicht ganz so wild. Wir können, wenn wir auf Stopp drücken, das Ganze einmal zusammenfassen und wir können dann ein Mesh-Gewebe drumlegen. Das heißt, die Löcher schließt er dann automatisch. Ihr seht, wir haben jetzt hier ungefähr 400 Aufnahmen gemacht. Ich sage mal, das soll jetzt erstmal reichen. Drücke dann auf Pause, nicht auf Stopp. Und jetzt seht ihr schon im Bildschirm, ich habe das Modell jetzt einmal auf die Seite gelegt und jetzt drücke ich einfach wieder die Play-Taste und jetzt nimmt er das Modell im Liegen auf und rechnet automatisch um und sagt, aha, das Modell liegt jetzt und ich kann jetzt die Löcher schließen, zum Beispiel das Kinn und natürlich auch den Untergrund, weil ich den ja vorher noch gar nicht so gesehen habe. Und ihr seht, er macht das. Jetzt bin ich natürlich hier nicht ganz im Bild, hätte ich ein bisschen besser ausstaffieren müssen, aber so funktioniert es halt auch. Lassen wir den noch einmal rumfahren und dann zeige ich euch, wie man das Ganze dann komplett schließen kann. So sieht das jetzt erstmal aus. Das ist doch schon wirklich gewaltig. So, jetzt haben wir 700 Aufnahmen gemacht. Ich drücke jetzt einfach mal auf Stopp und dann kann ich sagen, nee, ich möchte das alles nochmal neu scannen, weil er hat vielleicht ein paar irgendwelche Artefakte oder irgendwas mit reingesetzt. Das haben wir in diesem Fall nicht. Wir sagen, wir sind vollständig und dann sagt er jetzt Punkt Wolkenverschmelzung, das heißt, er zieht jetzt alle Bilder zusammen und errechnet sich daraus nochmal ein glatteres Modell. Das dauert ein paar Sekunden und wir können in der Zeit trotzdem das Ganze schon mal etwas weiter weg oder näher dran. Und ihr seht, das ist so ein Punkteraster, wo er verschiedene Polygone dann zusammensetzt. Und ihr seht, wir haben hier ein paar Felder, die er nicht gescannt hat. Das heißt, da ist das Modell dann offen. Und wenn ich jetzt hier
in dem Punkt hier auf Mesh gehe. Wollen Sie alle Löcher schließen? Ja, das möchte ich machen. Dann rechnet er nochmal um und dann schließt er alle Löcher und ihr seht, das Modell ist jetzt dreidimensional und theoretisch fertig zum Drucken. Jetzt können wir hier auf Speichern gehen. Wir können das als STL-Datei direkt abspeichern. Das heißt, wir können das in dem Format natürlich direkt an die Slicing-Software übermitteln. OBJ-Dateien wären noch möglich. Dann könnt ihr das im 3D-Bilder in Windows nochmal einlesen und dann nochmal nachbearbeiten. Theoretisch könnt ihr dem jetzt noch eine längere Nase verpassen oder euer Gesicht, wie schon gesagt. Oder ihr könnt hier einen Aufdruck machen, eine Aufschrift oder sonst irgendwas. Genauso wie ihr das haben wollt. Wenn ihr das zum Beispiel als Pokal haben wollt oder so, dann schreibt ihr hier rein für den ersten Platz im was weiß ich was. Und dann könnt ihr das dann so ausdrucken. So, die zweite Software, die mit dabei ist, nennt sich Handy Studio, ist auch gratis und da habe ich den Kopf jetzt einfach eingelesen und wir können jetzt das Modell hier sogar noch ein bisschen nacharbeiten. Wir können hier die Oberflächen etwas noch verschönern. Wir können theoretisch Schnitte machen. Das kann ich mal hier mit der Clip-Funktion machen. Und wenn ich dann hier mit der Maus einmal lang ziehe, dann schneidet er unten etwas ab. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir natürlich auch eine gerade Oberfläche brauchen für unseren Slicer bzw. für unser 3D-Programm. Denn wenn wir da natürlich keinen Boden haben, der glatt ist, dann drückt er irgendwo in die Luft. Und deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall vorher, das Ganze einmal abzuschneiden. So, und das Loch können wir natürlich auch füllen. Wir können jetzt erstmal auf hier Complete gehen, dann ist unser Modell soweit fertig und ihr seht, wir haben jetzt unten natürlich ein Loch und dann kann ich hier auf Fill Hole gehen, dann kann ich sagen, ja, planar, also eine gerade Fläche verfüllen und ihr seht, er hat das dann hier unten geschlossen und wir können das dann natürlich jetzt auch aus diesem Programm her in eine STL-Datei schreiben und das Ganze dann mit dem Slicer öffnen. So, in Cura geöffnet sieht das Ganze dann so aus. Ihr seht, das ist ein ganz normales 3D-Modell, wie man sich das teilweise aus dem Internet laden kann oder wie ihr das an einer 3D-Software, einem CAD-Programm dann auch entwickeln könntet. Und ihr könnt jetzt eure Einstellung für euren 3D-Drucker vornehmen und dann könnt ihr das direkt auf den Drucker schicken und dann wird euch das Modell ausgedruckt. Ihr könnt das natürlich auch größer oder kleiner skalieren, so wie ihr das haben möchtet. Ich selbst habe das natürlich schon mal gemacht. Ihr seht hier einmal den großen Kopf und den kleinen Kopf, den ich jetzt hier ausgedruckt habe. Habe jetzt hier wirklich auf Schnelldruck gestellt, um da ein schnelles Ergebnis zu bekommen. Ihr könnt im Slicer dann auch noch einstellen, dass die Löcher gefüllt werden soll, die Software vielleicht so nicht geschlossen hat, die man so auf den ersten Blick vielleicht auch nicht sieht. Und ihr könnt die Wandstärke dann natürlich noch einstellen und. Ihr könnt eine Innenfüllung dazugeben und ihr kennt das alles mit Stützstrukturen und. Aber jetzt für den allerersten Versuch wirklich, den ich mit dem Programm hier gemacht habe und das dann ganz schnell auf den Drucker geschmissen habe und das ausgedruckt habe, denke ich mal, das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Schaut euch das mal an. Ja, schauen wir uns mal an, wie das aussieht, wenn ich da etwas anderes verwende, zum Beispiel einen solchen Kopf. Und ihr seht auch hier in dem Programm wird das ganz hervorragend auch eingescannt. Ich habe den Kopf natürlich auch schon mal nachgedruckt. Was ich euch hierbei nochmal zeigen möchte, deswegen starte ich das jetzt hier einmal, dass wir uns das mal anschauen, wie er von unten dann das Ganze nochmal füllt. Ihr seht, jetzt scannt er wieder ringsherum und dadurch, dass das eine glatte Oberfläche ist, wird das auch sehr, sehr gut. Es gibt reflektierende Oberflächen, zum Beispiel was Metallisches. Da gibt es extra ein 3D-Scanning-Spray für. Das ist eigentlich nur so eine Art Kreidespray. Und damit könnt ihr das Ganze ein bisschen mattieren und dann kann euer Scanner das besser lesen. Das vielleicht noch als Tipp. Sowas habe ich euch unten auch in der Videobeschreibung verlinkt. Kann sein, dass normales Kreidespray einfach auch hinreicht. Ich verlinke euch beides mal. Ihr könnt es ja mit beiden mal ausprobieren. Normales Kreidespray ist natürlich deutlich günstiger als dieses spezielle 3D-Scanning. Spray, aber ich denke mal, das wird auch funktionieren. Gehen wir mal auf Pause. Wir haben ja jetzt hier schon wieder 400 Bilder gemacht und jetzt lege ich das einmal um. So, und jetzt achten wir auch mal drauf, dass das komplett im Bild ist. Das sollte jetzt eigentlich hier der Fall sein. Und jetzt starte ich das Ganze nochmal. So. Er piept übrigens auch, wenn er irgendwie einen Tracking-Verlust hat. Das heißt, wenn er irgendwo was nicht erkennen kann, dann sagt er, nee, es ist zu dunkel. Oder stell doch mal die Infrarotkameras etwas anders ein. Das sagt er euch also alles. Da gibt es also auch kein Problem. Und ihr seht, das geht wirklich in Windeseile. Und schon habt ihr da wirklich so einen Kopf mal eben eingescannt. Wenn ich jetzt hier wieder auf Stopp drücke, dann sage ich, ich bin vollständig. Und dann errechnet er hier wieder automatisch mein 3D-Modell.
Ja, und hier seht ihr das Ergebnis, wenn ich das jetzt natürlich mit dem 3D-Drucker drucke, der zwei Farben kann. Ich werde euch demnächst so ein Modell hier auch vorstellen. Dann kann ich die Augen natürlich auch in einer anderen Farbe ausgeben lassen. Und dann seht ihr wirklich von der Größe her, wirklich 1:1 hat er das Ganze übernommen. Wenn ihr das nicht skalieren wollt, sondern in Originalgröße haben wollt, dann braucht ihr einfach nur ausdrucken und fertig ist der Lack. So, dann schauen wir uns das Ganze mal mit einem Farbmodell an. Ihr seht, ich habe da so einen kleinen Weihnachtsmann einmal draufgebracht. Und wenn ich mir das dann hier in der Software angucke, dann schaut mal, wie gewaltig das ist. Er nimmt jede Farbe wirklich mit ins Bild rein. Ich mache das Ganze mal so ein bisschen größer hier. Und wenn ich das jetzt hier scanne, dann werdet ihr sehen, dass er das auf jeden Fall noch besser auflöst. Und je öfter ihr natürlich drum rumfahrt, desto besser wird euer Ergebnis. Es kann aber auch mal sein, dass wenn sich irgendetwas in der Software so ein bisschen blockiert, hatte ich also auch schon, dass er dann auf einmal nochmal einen zweiten Weihnachtsmann daneben macht oder gerade bei Modellen, die vielleicht nicht ganz gut zu sehen sind oder wo die Beleuchtung einfach nicht so richtig ist. Da müsst ihr dann vielleicht nochmal nachbessern. Aber wie gesagt, es geht ja wirklich super schnell und das ist natürlich super schnell auch wieder neu eingescannt. So, sagen wir mal, wir sind fertig mit dem Modell. Gehen wir mal hier wieder auf Stopp. Sagen, wir sind vollständig. Um den Kontrast noch so ein bisschen anzuheben, könnt ihr diese RGB-Kamera natürlich im manuellen Modus natürlich noch so ein bisschen runterzoomen. Kommt immer darauf an, was ihr scannen wollt, welche Lichtverhältnisse ihr habt. Wie gesagt, mit Lichtzelt arbeiten ist sicherlich nicht verkehrt. Und wenn ich mir jetzt diesen Weihnachtsmann hier angucke, das ist doch schon ein ganz tolles Ergebnis. Wie gesagt, der ist ein bisschen übergestrahlt, aber ansonsten im 3D-Druck wird der sowieso meistens dann einfarbig ausgedruckt. So, und ihr seht schon, was ich jetzt hier einscannen lasse. Das ist so ein Schleifpad. Das habe ich mir irgendwann mal gekauft. Und da zeige ich euch jetzt was ganz was Interessantes. Er fährt jetzt hier natürlich auch einmal rum und scannt das dann alles einzeln ein. Und ihr könnt das dann natürlich auch wieder schließen, genauso wie ich euch das in den anderen Modellen dann auch gezeigt habe. Und ihr könnt das dann ein bisschen kleiner zum Beispiel ausdrucken. Dann sieht das Ganze so aus. Habe das jetzt auch wieder im Schnelldruck gemacht, damit man erstmal ein Ergebnis hat. Aber ihr könnt das ja auch komplett ausfüllen lassen. Und dann könnt ihr euch hier vielleicht so ein kleines Schleifpad drauf machen und dann könnt ihr hier so kleinere Aufgaben damit erledigen. Ich zeige euch mal das Original dagegen und dann könnt ihr das natürlich auch skalieren und dann für ganz andere Arbeiten auch einsetzen. Jetzt sagt er mir natürlich, ja, wo ist denn das Modell hin? Ich sehe das nicht mehr. Stoppen wir das Ganze einmal. Und ihr seht, es gibt da wirklich sehr praktikable Aufgaben auch für das Gerät, dass man wirklich auch Sachen vergrößern kann oder verkleinern kann. Oder stellt euch mal vor, bei euch am Auto ist irgendwas kaputt gebrochen, irgendein Plastikträger oder sonst irgendetwas. Und ihr habt davon mehrere, dann könnt ihr einfach eins einscannen und das nochmal nachdrucken. Und dann braucht ihr nicht irgendwo teuer Geld dafür bezahlen. Vielleicht ist das dann sogar eine günstigere Möglichkeit. So, dann wollen wir das Ganze mal mit einem Gesicht hier ausprobieren. Ich habe jetzt keinen gefunden, der sich jetzt davor setzen wollte, aber wir probieren das mal mit diesem Puppengesicht aus. Ich habe jetzt schon auf Gesicht gestellt. So, dann starten wir das Ganze mal und ihr schaut mal in der Software, wie gut das Ganze hier funktioniert. Ich kann jetzt natürlich hier auch hoch und runter gehen. Und dran vorbei. Muss natürlich ein bisschen weiter weggehen. Ihr könnt das dann natürlich auch noch einstellen, alles so wie ihr das haben möchtet. Von unten, von oben. So, lassen wir es einfach mal so. Ich drücke mal auf Stopp. Ich sage, das Ganze ist vollständig. Und dann seht ihr schon, wir haben hier ein Gesicht gemacht. Wie ich sage, wenn die Lichtverhältnisse da etwas besser sind, dann ist das auch wirklich richtig klasse. Und dann schaut mal, man kann das auf jeden Fall super erkennen hier. Und je nachdem, wie viel Zeit ich mir damit lasse und wie gut die Lichtverhältnisse sind, wenn ich mit den Kameras noch so ein bisschen hin und her variiere, dann wird das alles noch wesentlich besser und ich kann natürlich auch einmal komplett rumgehen um den Kopf oder theoretisch die ganze Person einscannen. Ich kann mit einem 3D-Programm dann hinterher natürlich das Ganze auch nochmal nachbearbeiten, wenn da irgendwie ein Pickelchen ist, was ihr nicht sehen wollt oder irgendwas nachzubearbeiten ist, dann könnt ihr das
damit natürlich dann auch machen. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch diesen 3D-Scanner etwas näher bringen und auch demonstrieren, was heute wirklich in der normalen Heimwerker-Werkstatt alles schon so möglich ist. Ihr seht, mein Drucker druckt hier schon wie wild. Ich werde jetzt mir noch ein paar Modelle hier einscannen und dann noch ein bisschen üben. Das ist auch wieder was, was man genau wie 3D-Druck nicht kann, out of the box. Also ihr packt das aus und schon funktioniert das. Das funktioniert also nicht, auch wenn mein erster Kopfdruck hier schon sehr, sehr gut war. Trotzdem liest man sich erstmal die Beschreibung durch, probiert ein bisschen rum und wenn man dann die Einstellung getroffen hat, dann probiert man es eben aus und was soll passieren? PLA kostet jetzt auch nicht die Welt, also probiert's aus. Schreibt mir fleißig in die Kommentare, was ihr zu diesem 3D-Scanner hier denkt. Vielleicht hat der eine oder andere dieses Modell tatsächlich auch schon zu Hause und kann davon berichten, was er damit schon eingescannt hat und ob das alles so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat. Vielleicht ist er damit auch schon im Urlaub gewesen, hat ein 3D-Objekt dort eingescannt und hat da einen 3D-Film von gemacht. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch unterhalten hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin.